Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinas. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, heute gibt es einen Vlog. Ich nehme euch mit in meinen Aquaristikalltag und ja, heute werden wir das gelbe Aquarium angehen. Ihr wisst, da sind die Boa-Stichlinge drin. Boa-Stichlinge mögen lieber weicheres Wasser und ja, dem wollen wir jetzt einfach mal nachgehen, ne? In der Hoffnung, dass vielleicht auch mal irgendwie in Richtung Nachwuchs was passiert. Ja, nehme ich jetzt einfach mal mit. So, hier ist das gute Stück. Ich habe mir schon zwei Kanister mitgenommen. Und ja, wie gesagt, sie steht halt sonst immer im Keller, ne? Deshalb ist sie jetzt auch nicht so sauber. Okay, also wir haben hier immer zwei Schläuche. Das ist auch so eine Sache mit Katzen. Die haben sich hier auch schon vergriffen. Ganz nett. Ja. Und das ist auf jeden Fall der Schlauch, wo das fertige Wasser rauskommt. Werden wir jetzt einfach mal reintun und dann müssen wir abwarten. Ich glaube, es sind immer so, ja, so 5 bis 7 Minuten, dann ist der Kanister voll. Für die Leute, die es vielleicht interessiert, was das für eine Osmoseanlage ist, hier könnt ihr es sehen. Ich hatte damals, habe ich mit so einer ganz kleinen gestartet, aber ja, da habe ich wirklich ewig gewartet, bis so ein Kanister voll war. Und ihr wisst ja, mit der Zucht, mit den Wiengarnelen und so, da, wenn man dann 50 Aquarien hat, das geht gar nicht mehr. Deshalb, habe ich mir dann halt eine größere angeschafft und die ist auch eigentlich ganz gut. Die Filter habe ich auch schon mal getauscht. Ja, jetzt müssen wir warten. Ich werde in der Zeit was anderes tun. So, ich habe jetzt das Osmosewasser hier. Gucken mal. Oh Mann, das ist wieder ein bisschen umständlich. Wir lassen das unkommentiert. Ich bin gleich wieder da. So. Ich habe mir jetzt ein bisschen Osmosewasser in die Tasse gefüllt. Und jetzt gucken wir uns das mal an. So. Schauen wir doch mal. Also man soll ja so ungefähr 30 Sekunden warten. Sieht schon ganz anders aus. Also gefühlt hat sich hier seht ihr das überhaupt? Also gefühlt, naja, pH hat sich da überhaupt was getan? Dauert vielleicht ein bisschen, ne? Okay, also die KH. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen weniger, ne? Ich würde jetzt sagen bei 120. Müsste ich jetzt mal ausrechnen, weil ich im Kopf nicht, wie viel das ist. Und die Härte, ja, kommt schon hin, ne? 0? Ja, naja, irgendwo zwischen 60 und 120. Und der pH, ja, würde ich jetzt auch mal schätzen. Irgendwo bei 6, ne? Oder? Was würdet ihr sagen? Ich zeig's euch mal von Namen. Mann, Mann, Mann. Ja, so sieht's aus auf jeden Fall. Es ist, ja, weiß ich auch nicht so.
Aber wir könnten das ja auch dann eventuell einfach so ein bisschen ausrechnen. 50-50 sollte ja dann die Hälfte machen. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal ungefähr 50-50 füllen in der Tasse und dann gucken wir mal. So, los geht's, Leute. Also, wie machen wir das denn? Ich habe schon überlegt, entweder hiermit oder damit. Gucken jetzt einfach mal. Also, das ist das Osmosewasser. Ich guck mal, ob ich jetzt hier so 200 hinkriege. Wir sollten vielleicht auch die richtige Anzeige nehmen. Es ist schon so ein bisschen, ja, das erste Mal Experiment hier. Okay, und jetzt dann nochmal 200 von dem. Ich habe jetzt Leitungswasser genommen, ne? Weil das ist ja dann auch das, was ins Becken kommt. Wird jetzt keinen Sinn machen, das Wasser vom Becken zu nehmen. Ja, ich kann mir jetzt schon wieder vorstellen, was die Leute denken. So ist es halt, so ist es. Okay, aber wie gesagt, ich bin kein Profi, vielleicht werde ich irgendwann einer. Wenn ich mich mal so voll ausgestattet habe, ne, mit den ganzen Tröpfchen-Tests, dann weiß ich nicht, was da noch möglich ist. So, okay. Gucken wir mal. Das sieht jetzt schon wieder so lila aus. Mein Gott. Mischt sich halt auch irgendwie alles, ne? Okay, also. Also, ganz ehrlich, Leute, bei dem pH, ich sehe da so überhaupt keinen Unterschied, ne? Also auch jetzt egal, ob Osmosewasser oder, oder verändert das das mit dem pH gar nicht? Bin ich jetzt so blöd? Weil ich gedacht, das hat auch einen Einfluss. Ja, irgendwo zwischen, also pH irgendwo zwischen 6,2 und 6,8. Ja. Okay, und KH. Ja, so um die 180 hätte ich jetzt gesagt. Und unser GH, das hat halt auch gefühlt, einfach alle Farben, die hier so sind, hat es, ne? Rechts ist so ein bisschen lila, links ist so ein bisschen blau. Man weiß es nicht so genau. Ja, ich hätte jetzt mal geschätzt, irgendwo zwischen 250 und 425. Ach, ich sehe schon, das wird nichts hier. Ja, ich glaube, wir lassen es einfach mal so stehen. Experiment abgebrochen, ey. Ganz ehrlich. Damit kann ich irgendwie nicht arbeiten. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, ich werde mir einen GH und einen pH-Test bestellen. KH habe ich schon hier. Ah, den können wir vielleicht mal machen, ne? Wollen wir den mal machen? Ich hole den mal. So, ich habe mich jetzt mal informiert. Ich habe die Gebrauchsanweisung gelesen. Wir nehmen jetzt mal unser gepanschtes Wasser. Ne? Macht ja am meisten Sinn, wie ich finde. Wir wollen ja gucken, ob das das Richtige ist. Wobei die KH, naja. So, was war es? 5 Milliliter, ne? Zeit. So, okay. Also, und jetzt müssen wir so viele Tropfen hinzugeben, bis es gelb wird. Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr seht auch alles. Also, Tropfen, Nummer für Effekt. Muss ich noch irgendwas tun? Ja, muss ich. Lecker. Direkt mal. Oh. Okay. Tropf Nummer 1.
2, 3. So, ich kann sich noch nicht so ganz entscheiden, ne? Fünf. Okay, das ist um einiges. Fünf. Als wäre das so voll das Phänomen, ne? Aber es ist wirklich, weil ich glaube, der andere Test hatte was anderes gesagt, ne? Oh nein, es gibt direkt Flecken. Oh Gott. Naja, der Tisch hat eh schon Flecken. Okay. Also, fünf, ja gut. Ist das jetzt gut oder schlecht, Leute? Also das wäre jetzt die Mischung, die wir dann hätten, ne? Ist natürlich total doof, dass wir die GHPR nicht wissen. Wobei, ich könnte ja jetzt... Ah, kommt, Leute, ich rechne es mal kurz aus mit dem anderen Test. So, ich habe das jetzt mal ausgerechnet. Es wäre tatsächlich ungefähr dasselbe gewesen, ne? Irgendwie 5,6 oder so. Das wäre jetzt nicht so weit weg, ne? Also sind die Tests doch nicht so ganz scheiße. Okay, also, aber die GH, die irritiert mich immer noch, ne? Ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Gleich habe ich so schon alle verbraucht, ne? Also, und wir konzentrieren uns jetzt nur auf die GH, also die Gesamthärte. So. Da steht zwar drauf, man soll nicht schütteln, aber irgendwie verstehe ich den Sinn nicht, weil wenn ich es nicht mache, dann vermischt sich das doch alles. Okay, also. Was würdet ihr sagen? Ich kann das mal scharf stellen. Schon so, ne? 250. So, und jetzt werde ich das nochmal ausrechnen. Moment, bin gleich wieder da. So, ich habe fertig. Es wären 14. Ist jetzt gefühlt immer noch sehr wenig, ne? Also zu viel, meine ich. Was macht man denn jetzt? Aber ich meine, es ist immerhin besser als so, wie es jetzt ist, ne? Deshalb. Naja, außerdem muss ich die Bohrmaß ja eh langsam dran gewöhnen an die Veränderung. Deshalb werde ich, glaube ich, jetzt einfach mal, ich schätze mal so 20 Liter rausholen und dann 20 Liter von dem neuen Wasser dazugeben. Ja, und dann so alle paar Tage das tun, damit der komplette Wert sich ein bisschen verändert. Würde ich das auch so machen? Also anders wüsste ich mir jetzt nicht zu helfen, weil die Bohrmaß rausfangen oder so mit so Tröpfchenmethode dran zu gewöhnen, das wäre viel zu viel Aufwand und auch Stress für die Fische. Deshalb würde ich es jetzt einfach so machen, dass ich ja, das Ganze langsam befülle. Ne? So. Da schwimmt auch gerade einer. Wollt ihr da nochmal sehen? Dann können wir da mal hingehen. Ich wette, wenn ich jetzt gleich da bin, ist er wieder weg. Was habe ich euch gesagt? Er hat sich sofort versteckt. Und zwar ist der, wo ist mein Finger? Da drunter. Unter dem Schiefer. Da hast du ja ein super Plätzchen ausgesucht. Als ob es hier nichts anderes gäbe. Aber da ist noch einer. Ah, seht ihr? Dann haben wir schon mal zwei gesehen, ne? Ja, schön. Schön, dass sie noch leben. Freue ich mich immer. naja, oh Gott, ey. Und die Algen, ey, die sprießen hier. Was das Zeug hält. Ist ja eigentlich auch mal dran, aber naja. Vielleicht machen wir das gleich einfach noch schnell. Jetzt steht das hier natürlich auch direkt, ne? An der großen Fensterfront, da ist kein Wunder, dass das hier mit den Algen plus die große Lampe, vorher war ja nur eine kleine drauf, die hätte ich auch besser drauf gelassen, glaube ich. Naja, jetzt müssen wir da irgendwie gegenarbeiten. Ja,
Aber ansonsten finde ich so, die Pflanzen und so, die machen sich ganz gut, ne? Und die Häuschen auch. Ja, schön. Dann werden wir das jetzt mal angehen. Ja, ich hole jetzt mal das Wasser. Beziehungsweise ich muss erstmal Wasser absaugen. So, ich habe das jetzt hier wieder befüllt. Da ist auch mal nochmal ein Bohrmachstechen. Ich glaube, das ist ein Weibchen. Die sieht doch recht völlig aus, ne? Jetzt mal so im Vergleich zu den anderen. Okay, weg ist sie wieder. Naja, aber scheint ja vielleicht doch zu gefallen mit dem Wasser. Ich könnte euch ja vielleicht noch das Dorfaquarium zeigen, oder? So. Und zwar, so sieht es derzeit aus, ne? Ist schon, also ich hatte die Leute auf Insta mitgenommen. Ich hatte hier die Häuschen mal rausgeholt, sauber gemacht, die Wurzeln auch, ein bisschen was abgesaugt und so. Und ja, jetzt sieht es auf jeden Fall wieder ein bisschen ansehnlicher aus. Ja genau, die großen Echinodorus hatte ich auch ja, zum Teil rausgemacht. Dann hatte ich hier von den kleineren gescheckten was reingepackt und halt auch von dieser, ja was ist es, so eine Graspflanze habe ich hier rein getan. Ich kann euch jetzt gerade leider nicht sagen, wie sie heißt. Genau, aber jetzt ja, bin ich wieder ein bisschen zufriedener. Wie gesagt, das ist halt jetzt ein Zwischenstand, ne? Ihr wisst, das ist noch nicht fertig so. Ja, und die Hügelchen sind auch teilweise, sieht man hier, dass sie immer wieder ein bisschen zusammenfallen. Deshalb, ja, muss ich überlegen, ob ich das mit den Hügeln so lasse oder ja, mir da irgendwie was anderes überlege. Genau. Ansonsten. Ja, jetzt hat es wenigstens mal wieder so einen Stand, dass man mal ganz gerne reinschaut. Das war ja vorher Katastrophe. Genau, ja, und der Weg muss auch noch gelegt werden. Dafür hatte ich jetzt so größeren Flusskiesel besorgt. Ja, aber wenn es denn dann soweit ist, nehme ich euch ja mit. Genau, ja. Ja, Leute, ich würde das Video an dieser Stelle dann jetzt auch beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und, ah ja genau, lasst doch ein Abo da, würde ich mich freuen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich genauso freuen. Und über Kommentare freue ich mich am meisten, weil ich da am meisten mit anfangen kann. genau. Ansonsten schaut doch auch gerne bei Instagram vorbei. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und... wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dann.